Armed and dangerous, bewaffnet und gefährlich. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Belugaville. It could only ever end one way. All units at 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle, identify code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 here. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam on route. Okay, good. It's the next das, okay, nächste rechts. Nehmen wir die große da vorne, ne? Ja. Tatütata. Diesmal eine Ballerei. Eine Schießerei. Gucken wir rechts. Ja, lauf mir doch direkt vor die Linse hier, du. Oh, hier vorne. Westlake Hypothekenbank. Ach du. Ah! Die schießen. Kofferraum, Waffe rausholen. Okay, gut. Wie geht das jetzt? Okay, gut. Wie kann ich in Deckung gehen? Kann ich hier irgendwie... Wie kann ich... Ah, bin ich hier in Deckung? Okay, gut. Erstmal die Steuerung hier lernen. Ja. Irgendwie. Hat er mich gerade getroffen? Naja, also. Wow. Okay, wie kann ich nachladen mit B? Okay, gut. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ja, komm, noch raus. Noch raus. Wie kann ich mich jetzt lösen hier von der Deckung? Ah ja, okay, gut. So, dann gehen wir mal hier. Naja, du bist ja ein Clown. RB, um Deckung zu gehen. Okay, gut. RB. Okay. Ich glaube, so langsam kriege ich es raus. Das machen sie bestimmt nicht. Genau, alles umstellt. Genau. Daneben. Sollte vielleicht ein bisschen mehr zielen, bevor ich schieße. Alles. Oh, da oben ist einer. Das warst du? That's it. We got them all. I think we got them, Cole. Ich hoffe es doch sehr. Okay. Yay! Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotgun, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Du bist der Beste, genau, richtig. Du hast noch schlechter geschossen als ich. Das lassen wir mal durchgehen. Oh, das müssen jetzt Ausschnitte von vor dem Krieg sein. Weil die wurden ja einberufen da hier. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive. Easy, easy. First, yeah, genau. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future. Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Okay. Also, Herr Cole war... Cole Phelps and Jack Kelso. Ja, offener Haftbefehl. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way.
Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. Mm-hmm. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Okay, gut. Halte er gedrückte L zum Rennen. Okay, das kriege ich hin. Was muss ich drücken zum Springen? Renne. Ach, das macht er automatisch. Okay, das ist sehr... Ah, Hilfe! Pass auf, wo du hinfährst. Ich hab ihn gleich. Verdächtigte Person, rotes Symbol. Okay. Bowers, hold it right there. Den hättest du doch. Okay. Boah, ja, wollte ich gerade sagen. Ich meine, der rennt zwar weg und Haftbefehl, ich weiß nicht, was der getan hat, aber... So direkt bei mir schießen ist ja jetzt auch sehr gefährlich. Ach, jetzt bleib doch einfach stehen. Ich hab dich gleich, komm. Au, ei! Okay. You gotta be kidding. You fucking ask for it. No way I'm going back inside. Wo ist er denn? I've done my time. Ups. Jetzt habe ich einen. Ah, okay. Gut. Immer geradeaus. Meine aus den Augen verloren. Er ist jetzt irgendwo links. Er ist wahrscheinlich hier rüber gesprungen. Hui! Okay. Da vorne habe ich ihn gerade gesehen. Sehr gut. Okay. Jetzt bleib doch endlich mal stehen hier. Wo? Wie klar war das denn? Okay, gut. Boy. Oh, warte mal. Oh. Give it up, Wendell. Erstmal wieder hier. Halt. Ah, Y kann ich jetzt. Ah, jetzt kann ich meinen final Move machen. Ah, warte mal. Kopfnuss. How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. Ich mein, ein bisschen mehr treffen lassen. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. Natürlich. On track in high school? Gut zu Fuß ist er. Das muss man ihm lassen. Okay. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps. Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership. Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, ja, six, der Beginn einer wunderbaren six, Freundschaft. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in the schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Haben wir ihn auch bewertet, oder haben wir es wirklich nur vorgelesen? Ich glaube, wir haben ihn dann auch bewertet, oder? Buyer beware, Kauf auf eigene Gefahr. Das ist eine interessante Erzählstruktur. There's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solved that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get-up-and-go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. Das ist jetzt mein Fall, der mich zu dem macht, was ich später erreiche? LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Natürlich ist er tot, der sieht aus wie hier, na. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Ja, ich hab grad hey, was. Cole. Ja, hier. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. Ach, Kollege.
You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Okay, wir sind nach wie vor bei der Streife. Der sah aber aus, er hier, wie, na hier bei Two and a Half Men. Also nicht Charlie, sondern Alan. Hier, er hier. Ich kann mich sogar mit dem unterhalten. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run at the shoe store. Oder täusche ich mich? You want to take a look around now? The witness can wait. Augenzeugen befragt. Okay. Hey, der geht einfach. Aber immerhin. Kann ich auch noch andere Leute befragen? Okay, der riegelt ab. Interessant. Na, dann untersuchen wir mal. Broad daylight. Die Leiche. I've seen everything. Gut. Untersuche den Kopf und die Arme des Opfers. Okay. Wie das. Hat das leicht geknackt gerade eben? Okay, gut. Habe ich jetzt gemacht. Kommt da noch was? Okay. Auch nix. Nicht mit die andere Hand. Beziehungsweise. Okay. Ja, also drehen, untersuchen kann ich sie, aber nichts Entscheidendes entdeckt. Dann untersuchen wir mal hier die Schuss. Ah, ne, die Seite der Jacke. Was haben wir denn hier? Bank of Acadia. Name. Galetta. Pearl Airwings. Okay. $52 total. Date, selling, balance. Ach, das ist so ein Ratenzahlungsbeleg. Wunderbar, das ist das Wort, was ich gerade brauchte. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Gut. Also er hat hier irgendwie einen wertvollen Ring abbezahlt. Da haben wir nichts mehr. War's das? Gut. So, genau. Vorsichtig drüber. Untersuche Schauplätze gründlich. Das meinte ich mit, es geht schnell weg. Ja? Was haben wir denn hier? Oh. Shell casings. These look like 32s. Okay. Oh, das ist ja jetzt. Das, wie viele waren das? 1, 2, 3, 4, 5 Stück, ne? Okay. We wanna see. Ah, wieso standest du hier? Oh. Ach ja. Das ging ja schnell. Ah, da muss man ein bisschen gucken. Also, die stehen dann auch dort. Wo es Sachen zu finden gibt. 1138. Okay, wir haben wieder. Das wollte ich gerade sagen. Danke. Nee, ist total aufregend hier, ne? Schaulustige. Ich liebe sowas. Okay, gut. Haben wir hier jetzt alles abgesucht? Also, wir haben einen Passanten gefragt. Wir haben die Leiche untersucht. Wir haben. Kann ich euch noch befragen? Nee. Patronenhülsen. Okay. Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. If you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. Natürlich. Don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. Okay, gut. Jetzt kommt, glaube ich, der Teil, für den L.A. Noir geworben hat und so berühmt auch Na, was heißt berühmt? Aber dieses Befragen. Da haben die ja extra mit Schauspielern gearbeitet und es ist ja. Dass man dann erkennen muss, ob die lügen oder die Wahrheit sagen. Officer Phelps, Miss, I'm here about the shooting. Das kommt wohl jetzt. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. Okay. Galletta. Das ist Galletta. Galletta. Ja halt, Moment. Also, jetzt befragen.